Hallo und herzlich willkommen. Ich bin das Onkel Bogi und wir sind zurück zu Tag 5. Oder war das eben statt der Tag 6 oder Tag 5? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Die Nacht war ruhig, haben wir ja schon am Ende der letzten Folge gesehen. Und unsere Tochter wird sich freuen, uns zu sehen. Hey, bleib hier, komm her. Geh zum Papa. Papa, du bist wieder da. Ich sehe, dass du tapfer gewesen bist. Natürlich, ich bin ja schon fast erwachsen. Also sie ist jetzt nur noch traurig. Sie war ja vorher auch noch was anderes, gell? Bin ja fast erwachsen. Er ist wahrscheinlich aber jetzt auch sehr müde, oder? Er ist wieder sehr müde. Er ist hungrig. Dann lassen wir ihn gerade mal was essen, weil die wird schon wieder reden. Willst du spielen? Oh nein. Ich bin nicht mehr klein. Oh, es wird langsam, kamen wir quasi die Entwicklung von dem Kind kriegen wir mit. Okay, hab verstanden. Also. Ich will nur reden. Okay, was hast du? Werden die Soldaten jemals weggehen? Krass wird es später, wenn wir auf die Soldaten auch treffen, ja? Das kommt nämlich auch noch irgendwann im Spiel. Natürlich, wir müssen nur Geduld haben und tapfer sein. Vor allem, und dann ist wieder alles normal. Wir müssen gucken, dass wir den Wassersammler bauen, dass wir halt echt Nahrung kriegen. Wir müssen unten Rattenfallen in den Keller bauen. Mach dir keine Sorgen deswegen, Ishra. Ishra oder Iskra? So, genug geredet. Komm, umarmen sie nochmal kurz. Weiß ja nicht, wie es sich auswirkt, wenn wir das jetzt völlig ignorieren würden, die ganze Zeit, die Tochter. Ich kann mir vorstellen, dass es halt dann bös endet. Er ist hungrig. Komm, ess du mal was. Sie ist nur traurig. Was heißt nur traurig? Ist schon schlimm genug. Komm, spiel ein bisschen Wir lassen ihn jetzt auch mal wieder, weil er wieder sehr müde ist. Komm, schlaf halt wieder ein bisschen. Komm, renn ins Bett. Das Krasse ist, dass hier hinten dran der Durchbruch zu der Wohnung hinten dran ist mit dem Fernseher. Ja? Weil wenn ich mal so zurück überlege, meine Mutter ist 79, ja, die hat ja auch noch so das Ende vom Zweiten Weltkrieg mitbekommen. Da war sie zwar auch sehr jung gewesen, aber sie hat mir trotzdem halt so ein paar Sachen erzählt, wo sie sich noch so dran erinnern kann. Und das waren schon echt krasse Sachen gewesen. Ja, dass die Mutter dann so, die hatte Brot eingetauscht und hatte dann diese Brotkruste halt nur gehabt. Und die Brotkruste haben sie genommen und damit meine Mutter als kleines Kind die halt nicht isst, haben sie die hochgebunden in der Tasche. An der Decke hing die oben, weil meine Mutter halt klein war und nicht dran kam, weil die hätte natürlich aus der Not raus. Ach, das ist sie hier unten, sie spielt gerade. Ich dachte, da wäre jetzt einer gekommen. Oh, die malt da unten an der Wand. Nein, du kannst nicht draußen spielen, Frau Spinne. Das ist zu gefährlich. Also, sie spielt mit einer Spinne. Ja, und das ist halt krass, was da... Er muss aufstehen, tut mir leid, echt für ihn. Er ist jetzt nur noch müde wieder, aber es muss reichen. Komm, aufstehen. Du hast halt ein hartes Leben, Vater. Ja, und dann war das so, dass sie halt dann wirklich hungern musste und wenn sie da rangekommen wäre an das Essen, hätte sie vermutlich das ganze Essen genommen und hätte es aufgegessen und die Familie hätte dann nichts zu essen gehabt. Das ist halt schon echt krass. Vor allem, warum wurde gerade eben die Aussage getroffen? Ich glaube nicht, dass wir auf Raub zurückgreifen mussten. Das bezieht sich jetzt gerade eben, glaube ich, weil wir in der Kirche geklaut haben. Wobei, es war echt aus Versehen. Ich dachte, ich hätte alles wieder zurückgetan. Oh, cool. Sie ist gerade gut gelaunt. Cool, wir haben es geschafft, dass Iskra wieder glücklich ist. Also glücklich nicht, aber... Mit etwas Glück finden wir jetzt Bauteile, dass wir hier auch Rattenfallen bauen können. Weil was jetzt... Ja, schade. Ich brauche die Zahnräder. Da brauchen wir noch eins von. So, dann knack mal den Schrank. Was toll wäre. Was, Schlafkind? Ja, cool. Medikamente und so weiter. Ich hoffe halt, dass wir echt nicht überfallen werden, ne? Dann... Hier müssen wir noch rein.
Ist halt blöd, dass er jetzt immer, jede Nacht muss er müde los. Wir brauchen diese Schaufel halt. Vor allem hier oben, 5.10 Uhr, wann geht's denn immer in die Nacht? Das heißt, wir können danach sogar auch mal überlegen, dass wir an gefährlichere Orte gehen. Aber wir haben weder ein Messer, wir haben keine Schusswaffe und gar nichts halt. Das ist halt richtig gefährlich. Und ich muss mal gucken, wie man dem Mädchen beibringt, dass sie kocht. Wir müssen Wasseraufbereiter oben aufs Dach packen. Und wenn wir genug Sachen bei unserem Haus haben, können wir auch mal hingehen und auch mal eine Nacht einfach schlafen. Wir können ihn ja auch quasi Wache halten lassen im Haus. Das geht ja auch. Na komm, schaffst du es noch, bevor die Nacht rum ist? Wir haben noch einen Dietrich, glaube ich. Das heißt, wir kommen hier rein, haben dann zwei Kisten, die wir durchsuchen können. Und hier wäre es halt ein Schrank. Ich weiß halt nicht, ob in einem Schrank mehr bessere Sachen drin sind, als in so normalen Regalen oder so. So, komm, aufbrechen. Oh. Gibt es einen neuen Ort? Nee, gibt es nicht. So, sie soll wieder schlafen. Was auch hart wäre, das Mädchen zum Plündern losschicken. So, wir waren in dem Doppelhaus waren wir nicht, gell? Eine Hälfte Ruine, in der anderen leben allerdings Leute. Sie scheinen feindselig zu sein. Nachts werden ab und zu Schüsse aus der Richtung abgefeuert. Wahrscheinlich könnten wir den verlassenen Teil nach Vorräten absuchen, wenn wir am bewohnten Teil vorbeikommen könnten. Das könnten wir versuchen. Militärstützpunkt klingt für mich überhaupt nicht gut. Flughafen, letzte Flugzeug schon lange her, Luftraum zum Wiederverkehr gesperrt und die Armee schießt auf alle, die nicht gehorchen. Wir haben einen dauerhaften Stützpunkt im Kontrolltower. Das heißt, da wird man bestimmt beschossen. Supermarkt. Dieser Laden hat die gesamte Nachbarschaft versorgt, bevor es zur Kriegszone wurde. Da das Gebiet vom Militär kontrolliert wird, könnte es gefährlich sein, dort einkaufen zu gehen. Es könnte jedoch das Risiko wert sein, denn dort sollen noch viele Sachen übrig sein. Ich würde sagen, wir schleichen uns an dem Haus vorbei, oder? Und versuchen mal... Wir probieren es einfach mal. Das gefährliche Doppelhaus. Oh Gott, das wird wirklich gefährlich werden, glaube ich. Okay, das ist der Teil, von wo aus Schüsse kamen. Ich muss vorsichtig sein. Okay. Lass uns mal hier grob schauen. Das ist wahrscheinlich dieser Teil hier, ist der bewohnte Teil. Oder nee, das ist der zerstörte Teil. Wahrscheinlich müssen wir... Können wir da hoch auf den Balkon? Oh krass, man hört schon Leute da drin und so. Werkzeugen. Da sind bestimmt Leute drin. Okay. Was ist das hier? Kann man sich verstecken? Er plündert im Innenhof. Krass. Mistkerl, was will er von uns? Oh krass, guck mal. Weiß nicht, wird ihn erschießen, sobald er ihn sieht? Oh nein, nein. Wenn er jetzt darüber... Okay, krass, krass. Oh Gott, wenn wir jetzt sterben oder was, das wäre schon richtig scheiße. Hoffentlich kommt er jetzt nicht hier runter oder so. Meine Beine sind taub. Ach, wir können hier hinten hoch, wenn wir uns da durchsägen würden wahrscheinlich. Versteck dich nicht. Okay, das war halt echt wenig, was wir jetzt hier haben. Zeig dich. Oh. Kann man da runter? Da kommen wir nicht durch. Boah, das ist krass, der Typ da oben. Sägeblatt, okay, das heißt, wir können da nichts machen jetzt. Das heißt, die Beute war wieder... Was haben wir denn im Rucksack? Wir haben zumindest das Zahnrad, was wir gebraucht haben. Wir haben Teil für eine Pistole. Ja, ist okay. Die Frage ist halt, die gehen jetzt zu ihm rein und sagen ihm bestimmt Bescheid, dass wir da runtergegangen sind. Boah, krass. Wer sind sie? Oh, oh. Oh, er ist runtergekommen, scheiße. Hau ab. Der kam jetzt mit dem Gewehr da an oder sowas. Ey, krass. Nervenkitzel pur. Es ging schnell zu Ende. Machen wieder kurz die Begrüßung und dann beenden wir die Folge wieder. Oh nein, wenn sie schon hier unten steht, ist bestimmt wieder was passiert, oder?
Was ist passiert? Schütteln ohne zu reden? Wir sind ausgeplündert worden. Jemand ist in unseren Unterschlupf eingebrochen, hat unsere Sachen gestohlen. Dinge, die gestohlen wurden. Okay, Tabak und ein Essen. Das Iskra wurde leicht verletzt. Okay. Also nicht okay, aber wir gehen jetzt wieder hier hin und beenden die Folge an der Stelle. Ah, ist doch ganz schön. Haben wir eine kleine 10-Minuten-Folge und die kann man sich mal schön so zwischendurch anschauen. Also von daher, sage ich mal so, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt gerne was in die Kommentare und am meisten würde ich mich darüber freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, insofern ihr es nicht schon sowieso getan habt. Also von daher, bis zur nächsten Folge. Euer Onkel Boogie. Ciao.